Guten Morgen, ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So die ersten Verse des Evangeliums, das wir heute hören. Mit dem Wort ist es ja so eine Sache. Manchmal verstehen wir die Worte nicht richtig, wir interpretieren sie falsch und erst recht ist es schwer, für manche Situationen die richtigen Worte auch zu finden. Eine große Kunst, zum entsprechenden Anlass genau das Richtige auch zu sagen. Im Augenblick kommen so viele Menschen zu uns, die unsere Sprache, unsere Worte gar nicht verstehen. Dabei die richtige Übersetzung zu finden, eine große Kunst, und nicht selten werden dann die Worte auch noch falsch verstanden. An Weihnachten ist es ein klein wenig anders. Jesus Christus als das fleischgewordene Wort Gottes spricht gar nicht zu uns. Nein, im Lächeln, im Anblick des kleinen Kindes aus der Krippe passieren ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation. Gott, er lächelt sich in unser Herz hinein. Es sind Herzensworte, die gesprochen werden. Und die brauchen gar keine Übersetzung. Ein Lächeln, eine Umarmung, ein netter Blick, vielleicht auch eine kleine Geste sagen manchmal mehr als gesprochene Worte. Kinder verstehen das ganz gut, auch wenn sie die Sprache nicht kennen. Und so ist Gottes fleischgewordenes Wort im kleinen Kind in Bethlehem ein kindlicher Ausdruck, eine kindliche Möglichkeit, mit allen Menschen auf der Welt auch ohne gesprochene Worte in Kontakt zu kommen. Und so wünsche ich Ihnen an Weihnachten, dass Sie natürlich viele Worte sprechen und die auch verstehen, aber erst recht die Herzensworte Gottes in Ihrem Herzen auch erfahren und sie weitergeben. Gott, er lächelt uns als Kind an und dazu braucht es gar keine gesprochene Sprache. Ein frohes und ein gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen und allen Menschen, die Ihnen lieb sind, erst recht allen, die Sie begegnen, immer auch das richtige Wort im Herzen tragend. Ihr Pfarrer Martin Sauer aus St. Johannes.